Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder mal zurück hier zum neuen Part von Kirby's Triple Deluxe. Jawohl, wir machen immer noch weiter mit König DDDs Abenteuer, Freunde. Jawohl, es geht weiter. Besser gesagt, wir wollen das Spiel endlich zu einem Ende bringen und legen wir los mit dem Endbosskampf bei König DDD. Ja, weil wir müssen hier nur noch den Endboss besiegen. Und dann haben wir das nämlich geschafft. Wir sind nämlich auf dem Weg gerade zum Level 6 auf jeden Fall. Und da machen wir jetzt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ehrlich mal, wir sind schon kurz vorm Ende. Schon wieder kurz in die Steuerung wieder reinkommen. Ich habe nämlich lange nicht mehr gespielt, müsst ihr wissen. Ah, wir sind wieder erstmal hier, okay. Warum sind wir wieder hier? Da waren wir doch schon mal gewesen. Warum sind wir immer hier? Das ist immer nicht so schön. Aber es ist egal, Mann. Es wird langsam mal Zeit, dass ich dieses Projekt mal beende, weil ihr müsst wissen, Kirby's Triple Deluxe ist immer noch mein allererstes 3DS-Spiel. Und ich habe noch so viele andere Spiele noch, die ich noch zocken will auf dem 3DS. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, bringst es mal langsam jetzt mal zu Ende. Und ja, es ist ja wirklich nicht mehr viel zu tun auf jeden Fall. Aber es macht immer noch Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, nee, es macht keinen Spaß mehr. Das ist jetzt immer noch sehr lustig. Ach, ein Medaillon gerade bekommen. Oder Anhänger, besser gesagt. Die sind immer noch sehr wichtig gewesen. Gut ist wirklich, dass wir jetzt wirklich in der sechsten Welt schon sind, weil es ist ja wirklich nicht mehr viel. Wir müssen jetzt nur noch Sektonia besiegen. Und dann ist auch König DDDs Abenteuer komplett durch. Aber wir wissen ja, was alles noch auf uns zukommen wird, weil Sektonia ist nicht die einzige, die hier noch unser Gegner wird. Nein, wir haben noch jemand anderes, der unser Gegner sein wird. Und zwar, glaube ich, wir kämpfen einmal sogar gegen uns selber, glaube ich, war das nicht sogar so? Dass wir als DDD noch gegen uns selber antreten müssen? Alter, warum fand ich gerade so viel Schaden? Alter Falter, was ist hier los? Was ist hier los, Mann, Mann? DDD, mach keinen Blödsinn. Oh Mann, der hat aber wirklich gerade ziemlich viel Schaden bekommen. Ah, wir sind wieder beim Zelt. War ich hier nicht schon mal beim Zelt gewesen? Nee, ist nicht die Musik, die ich vorher hatte. Brauchen wir was zum Heilen. Das wäre mal ganz, ganz toll. Wow, wie habe ich das gerade geschafft? Keine Ahnung. Ich muss aufpassen wirklich auf mein Leben. Ich darf jetzt nicht irgendwie wieder mal anfangen. Sonst bin ich irgendwann tot. Hier kann ich rauf, da kann ich rauf, da kann ich nicht rauf. Das ist eine Falle. Der ist im Vordergrund. Jo. Das war dumm. Das war richtig dumm. Das war mal wieder der Fail der Woche. Aber richtig krasser Fail, Mann. Ihr habt doch gesehen, dass da was war. Ach, ich Idiot. Ich wollte nur das Eis haben. Weil ich liebe Eis. Und ohohoho. Hier bin ich bei den nächsten Fehler gemacht. Und ich brauche die Leben unbedingt noch. Ich darf nicht so viele Leben verlieren, weil sonst wird es gegen die Sektonia sauschwer werden. Genauso ist es auch gegen mein Spiegelbild dann. Ich kämpfe ja dann gegen den krassen DDD oder sowas, glaube ich, war das gewesen. Ah, hier ist ein Schalter. Aber da kommt doch kein schwarzes Loch, oder? Nee, da kommt, glaube ich, kein. Ich brauche auf jeden Fall ein schwarzes Loch, damit ich schnell wie vor rankomme. Ein Luftballon. Gut, dann habe ich gleich wieder Leben wieder zurück. Das ist sehr gut. Jetzt musste ich hier lang. Ah, ich muss ja mal aufpassen, okay. Wo sind die schwarzen Löcher? Ich will endlich gegen den Endboss antreten. Hier ist nichts mehr. Hier ist ein normaler Durchgang einfach nur. Okay. Halt. Lass mich nicht aufkommen und mal kaputt. Jetzt brauche ich ja die Schlüssel. Ich habe das Gefühl, dass wir hier schon mal gewesen sind, oder? Halt. Zack. Öffnen. Weg da, du komisches Ding, du komische Explosionsdinger. Die Bomben können ich mal. Ich mach Bomben auch mit meinem Hammer kaputt. Ah, da habe ich auch auf. Ja, toll. Jetzt kommen natürlich die Aufladdinger. Toll. Und ich krieg kein Leben mehr für den Ballon. Den habe ich gerade eben noch schon bekommen. Komm her, du kleiner Schlüssel. Danke, Schlüssel. Nächster Schlüssel, bitte. Komm her, Schlüssel. Du willst doch auch in das Runde, oder? Du willst unbedingt das Runde. Da muss sich doch jemand irgendwas überlegt haben, warum man Schlüssel eigentlich rund macht, oder? Und Schlüssellöcher und so weiter. Es muss doch einen Grund geben, warum die Schlösser rund sind. Er war bestimmt irgendwie. Ne, ich sag's jetzt mal nicht. Er hatte andere Gedanken. Er hatte perverse Gedanken, glaube ich. Egal, weiter geht's. Zack, Hula-Hoop-Reifen weg. Der kann mich mal, der komische
Riesen-Schlangentyp da hinten. Der sieht doch schon cool aus auf jeden Fall. Also, zack, durchkämpfen hier mit meinem Hammer. Mache ich einfach alle platt, die mir in den Weg kommen. Und tschüss. Ich wieder über den Feuertyp hier einfach weggehen. Und ein Bonusröckchen. Oh, da muss doch bitte unbedingt jetzt ein... Ah, ja, okay. Ich glaube, hier war ich schon gewesen, oder? Wie war denn das? Ich muss erst den aktivieren. Und komme ich mit dem da ran? Ja, komme ich. So, zack. Mann, ich, als ob ich das schon immer wieder gemacht hätte. Als ob ich das auswendig könnte. So, und tschüss. Boom. Und das schwarze Loch. Perfekt. Durchgekommen. Ich habe echt das Gefühl, dass wir hier schon mal gewesen sind, oder? Ich habe nämlich schon mal einen Part gehabt, wo wir hier waren, oder? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich hoffe nicht auf jeden Fall, weil sonst wäre das hier alles ein bisschen doppelt und doppelt. Wow, ist knapp. Zack, durchgekommen, durchgekommen, wunderbar. Oh, ich bin ja das Lava von hinten. Aufpassen. Und schnell durchschleiden hier. Jupp, zack. Und so knapp. Alter, da ist doch was. Was noch? Nur wieder ein kleiner Luftballon, der die Form von König DDD hat. Eine... Wow! Boah! Mit dem Stachel hat er mich angegriffen. War das fies oder was? Jawohl. Ah, einfach nur wieder ein Luftballon. Ich brauche keine Luftballons. Und okay, ich kann jedes Leben auf jeden Fall gebrauchen. Das ist sehr wichtig. Aber ich hätte gerne auch ein schwarzes Loch. Warum kommen nur die schwarzen Löcher, wenn man mal eins braucht? Müsste nicht eigentlich noch diese Stelle kommen, wo ich gegen diese ganzen Truppen nochmal kämpfe? Also wie. Warte mal, ich muss so weiter, warte mal. Aha! Und das Loch kann ich mich gar nicht. Ah, okay, nur Anhänger. Gut, die Anhänger sind auch wichtig für 100%, aber ich will ja die 100% gar nicht mehr erreichen. Durch. Hier durch. Weil es kann sein, dass ich da echt damals da bei dem Hauptabenteuer da echt irgendwas übersehen habe. Ich glaube, da war sogar ein Goldener oder sowas. Wow. Aufpassen, die Großen können sehr gut. Ja, natürlich. Wow. Weg da mit euch. So, hier mal geht's weiter. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwann mal nicht mal zum Endboss. Zack. Mit meinen Muckis nehme ich die Elektrizität hier mit. Zack, du bist natürlich gerettet, mein kleiner Freund. So, durchkommen hier. Jetzt muss ich den ja beschützen die ganze Zeit. Aua. Oh, 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 oh. Nein, oh, verdammt. Ist es kaputt? Ist es kaputt? Nein, das wäre eine Abkürzung gewesen. Das wäre eine Abkürzung gewesen. Oh, das wäre eine Abkürzung gewesen. Verdammter Mist, ey. Ich glaube, ich habe schon eine Abkürzung verkackt auf jeden Fall, weil da wäre ich nochmal ein schwarzes Loch gewesen. Und das kommt jetzt nochmal. Das ist nur wirklich was zum Heilen gewesen ist. Oh, DDD kann gar nicht mehr und ich habe nichts mehr zum Heilen. Gar nichts mehr. Kommt denn hier her? Das ist jetzt mega fies. Danke, danke. Ne, er ist durchgekommen. Hat es irgendwie geschafft? Keine Ahnung, wie hat er das jetzt geschafft? Das schafft er noch nie. Nein, er ist durchgefallen. Ah, da war wieder ein Geheimgang. Danke. Ah, oh, den Geheimgang hätte ich jetzt gebrauchen können. Ich muss doch zu der Königin kommen. Oh, oh. Oh, bitte lass mich endlich mal irgendwann mal zu der hinkommen. War ich nicht eigentlich schon längst irgendwie bei so einer anderen Sache? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder witzig, ich weiß es echt nicht mehr. Geh weg. So lange her, dass ich wirklich aufgenommen habe. Wow. Knappe Kiste. Und durch in den Portal. Du bist doch ein blöder Arsch. Das sind die Wandel, die sind immer die Netten. Die greifen nie an. Die laufen einfach nur ihren Weg und so weiter. Die freuen sich, dass sie leben. Und ich bringe sie immer um. Weiter. Oh, ist ein bisschen scheiße mit ein bisschen Leben. Oh, 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 oh. Das
Das wird mega knapp. Ich hab's geschafft. Eine Maxi-Tomate. Oh, Gott sei Dank. Die hat mir jetzt gerade richtig den Arsch gerettet. Zack. Durch. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Level so schwer gewesen sind. Oh, oh, das war knapp. Oh, da kamen die Stacheln sehr, sehr nah. Ja, hier, glaube ich, war die Stacheln. Ach. Oh. Das mit diesem blöden... mit dieser Wand im Hintergrund, die hasse ich übelst doll. Zack, durchgekommen. Durchgepasst. Was? Ich war doch schon längst an der Ecke hier. Trotzdem wurde ich auch irgendwie erwischt. Halt! Hahaha! Wo ich jetzt hin? Da oben muss ich glaube ich weiter. Zack. Er kommt hier. Ein Ninja. Kann ich nicht einfach ein bisschen warten? Nein. Muss natürlich weiterlaufen. Ah, ist das fies! Mann! Was soll denn das? Ey, komm. Das darf doch wohl nicht wahr sein jetzt. Ich sag ganz ehrlich, diese Wände sind mein Todesurteil. Wirklich, diese Wand ist echt mein Todesurteil. Boah, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Natürlich war da keine Wand mehr, danke. Oder ein Loch, besser gesagt. Hä? Achso. Ist das ein mieses Level? Bin ja auch schon fast wieder tot. Kann ich nicht irgendwas mit zum Heilen haben oder sowas? Das wäre voll lieb. Yay! Meine Rettung. Ein Säftchen. Dankeschön. Das hat jetzt nicht viel geholfen, aber es hat trotzdem... hat es geholfen. Dankeschön, Kleiner. So, jetzt kommt der nächste Bossfight. Wer ist es? Ah. Es ist mega mini. Das ist mir gerade mich überfahren hat. Der wird mir nie mal gegeben. Eigentlich kann doch die DD eigentlich noch hinsorgen, oder? Warum kann er das eigentlich hier in dem Spiel eigentlich nicht, wenn man den spielt? Geil. Und ein One-Up. Dankeschön. Brauche ich auf jeden Fall, so wie ich gerade spiele. Und weiter geht's. Oh Mann, Freunde, das wird ziemlich anstrengend werden. Oh nein, ich bin jetzt in der... Wie habe ich das gerade überlebt? Ohne Witz, ich dachte gar nicht, ich bin ohne Scheiß getroffen. Ah, ich bin jetzt schon... Doch, ich bin... Ja, ich nähere mich, dem Reich von Sektonia. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon im Reich drin, ne? Ja. Sonst würden hier nicht diese komischen anderen Viecher schon kommen. Die insektenartigen Gumba, Manodies. Kurz ein bisschen... Was ist das da oben? Warum ist sowas? Dankeschön. 45, ich bin bald beim nächsten Level, das ist sehr gut. Ja, nächsten Level auf jeden Fall, aber ich brauche das nächste One-Up. Weil ich glaube, ich brauche... Ah, ein schwarzes Loch! Oh, geil, ein schwarzes Loch gefunden! Oh, cool. Ich habe ein schwarzes Loch gefunden, ich glaube es nicht. Wie geil ist das denn? Oh nein! Ich hasse es jetzt schon. Ich habe gerade den Gegner nicht gesehen. Oh, die Spielzeugwelt. Nein, die habe ich gehasst. Ich glaube, ich weiß auch, warum. Ich glaube, ihr wisst auch, warum ich die gehasst habe. Weil die übelst scheiße war. Du bist hier so oft krepiert. Also ich bin zumindest hier so oft krepiert. Ich muss erstmal alles irgendwie kaputt machen, das ganze Eis hier. So, geh mal weg. Zack. Zack. Weggebrutzelt. Weggebrutzelt. Und ab. Aber wisst ihr nicht, dass ich seit Crash Bandicoot Insane-Trilogie Eislevel hasse, weil das ist einfach nur scheiße. Ich rutsch da die ganze Zeit mal weg und genau sowas hasse ich auch dafür bei Kirby. Und sowas hasse ich hier auch. Wow. Boah, geschafft, cool. Hier ist auf jeden Fall auch wieder ein schwarzes Portal. Nee, da war ein Leben. Oh, da war nur ein Leben. Verdammt, was soll ich mit dem Leben, Mann? Ich brauche was anderes. Oh nein, toll. Nochmal, kurz warten. Das war knapp. Wie habe ich das gerade geschafft? Ein schwarzes Portal.
Yeah, geil, wieder ein Portal. Ein Portal, Freunde, yay. Oh, darüber freue ich mich immer. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Nein! Ich war hier doch schon mal gewesen. Oh nein, die Erinnerung kommt zurück. Oh nein, die Erinnerung kommt zurück. Oh nein, ich hasse diese Welt. Die habe ich mit Kirby schon gehasst. Und jetzt noch mit DDD. Ach du Scheiße. Oh nein. Nein! Du bist doch eine blöde Mistpflanze, ey. Nein, hier werde ich so oft sterben. Ah, hier werde ich auf jeden Fall mein ganzes Leben verlieren. Weil diese Dinger kannst du voll schwer einschätzen. Also ich habe zumindest das Problem damit. Gut. So, dann fange ich durch unten an. So. Du wirst ja immer wieder zurückgeworfen. Und DDD ist ja jetzt nicht der schlankste von allen. Der braucht ein bisschen hochzuspringen. Wie habe ich ihn jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe hier an der. Ich habe den rechten angefangen. Nee, das war falsch. Ich muss in die Mitte. Also. Rechts, rechts, Mitte. Rechts, rechts, Mitte. Rechts. Ach, da komme ich hoch. Okay. Da komme ich auf jeden Fall hoch. Okay, alles klar. So. Jetzt kommt der. Jetzt der. Und der. Und der. Und perfekt geschafft. Oh Gott sei Dank, beim zweiten Mal geschafft. Ich weiß, damals habe ich Ewigkeiten gebraucht dafür. Beim vorigen Part, glaube ich, war das gewesen. Da bin ich 50 Mal gestorben. Ah, jetzt sind wir wieder bei einem Eisland. Bei der Schneewelt. Angegriffen wird mit Feuer. Toll. So viel zum Thema Mark Eisbären. Nee, die sieht schon echt cool aus, aber auch nervig ohne Ende. Dankeschön. Genau deswegen bin ich sie nervig. Natürlich die letzte paar Stückchen. Nein, nein. Oh Mann. Arsch verbrannt. Super. Wow. Ich bin, glaube ich, echt bald bei ihr, weil es kommen echt noch die letzten paar Stückchen Welten. Nein! Ich habe die Bombe verpasst. So, durch, 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 durch. Rüber. Der hat gerade gecheckt, dass ich gewechselt bin. Und gecheckt, dass ich gewechselt bin. Und zack. Schön. Jawohl. Naja, für ein paar Luftballons war das. Du bist doch ein Arsch. Okay, trifft er mich nicht. Schnell, 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 schnell. Alter, wie langsam war das denn gerade? Als ob der gerade wirklich eingepennt wäre beim Fahren. So, halt. Mach mit. Wow. So. Schneller, 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 schneller. Dann muss ich lang. Hoppala. Hoppala. Ausgewichen und weiter. Ah, die Bombe war hier. Oh nein. Boah, das war knapp. Ich brauche ja die Bombe. Verdammt, ich brauche die Bombe, damit ich da durchkomme. Dann geht's nämlich zum nächsten Geheimversteck. Wow, nein. Ach, meine Fresse. Es gibt so eine Bombe. Bombe ist wieder da. Cool. So, ja, nochmal. Voilà. Perfekt, durchgekommen. Ach, meine Fresse! Warum schaffe ich das denn nicht? Das gibt's doch nicht. Schade, Mann. Los, 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 los. Ich will das mit der Bombe hinkriegen. Ich bin gerade geil. Mein Meter. Entschuldigung. So, wir hier. Und, oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, komm schon. Da geht's nur wieder zurück. So. Perfekt, und noch das Eis noch bekommen. Das heißt, ich kann mich noch kurz mal aufheilen. Danke. Hier müsste ein Leben drin sein. Jawohl, hier ist ein Leben drin. Und das schwarze Loch und ich bin weg. Tschüss. Vielleicht muss ich das befürchten. Meine Fresse. Wow. Jetzt kommt doch noch die Lava hier dazu. Nicht gut, nicht gut, nicht gut.
Überall hier noch Eis und Lava und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich kriege noch zwei Leben höchstens noch zusammen, weil ich glaube, ich werde die auch verlieren. Gut, Freunde, aber ich glaube, wir machen im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part hier bei König DDDs Abenteuer bei Kirby's Stupid Deluxe. Ciao, Freunde. Tschüss.